Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute in diesem zeitsensiblen Video sprechen wir über Xai Games, denn der Airdrop steht bevor. Wenn ihr dieses Video seht, ist der Airdrop vermutlich schon live. Ganz kurz als Einführung, was ist Xai Games? Es ist eine Layer 3 Blockchain, die sich im Wesentlichen auf Gaming konzentriert. Diese Blockchain wurde unter anderem von Offchain Labs mitentwickelt, beziehungsweise sie sind der Hauptentwickler dahinter. Und diese haben unter anderem Arbitrum mitentwickelt. Wie gesagt, eine Blockchain, die rein für Gaming gebaut wird. Und es gab jetzt hier vor einigen Wochen die Möglichkeit, sich Nodes zu kaufen. Und unter anderem auch, wie wir hier in der Airdrop-Übersicht jetzt sehen, gibt es einen Airdrop für Galaxy Quester bzw. für Leute, die eben aktiv in der Community waren. Insgesamt werden 5% des gesamten Bestandes geairdroppt. Den größten Teil bekommen hier Node Operator, also alle Leute, die eine Node im Hintergrund laufen haben. Und der kleinere Teil wird hier an sogenannte Vanguard NFT Holder als auch an Legendary NFT Holder ausgeschüttet. Diese NFTs hat man erwerben können, mal wieder dadurch, dass man Galaxy Quests gemacht hat. Ich habe es auch im gestrigen Video erwähnt, es ist so wichtig, diese Quests von den verschiedenen Plattformen bzw. Projekten zu bearbeiten. Denn in der Airdrop-Season, in der wir uns gerade befinden, ist das auch ein maßgeblicher Task, den man immer abarbeiten sollte. Worauf ich hier auch hinweisen will, ist natürlich Scammer. Ich habe jetzt, glaube ich, schon heute Morgen alleine 3 oder 4 verschiedene Telegram-Chats bekommen von irgendwelchen Scam-Accounts, dass der Claim live ist, bzw. mit Scam-Contract-Adressen, mit Boni-Aktionen auf den Airdrop obendrauf und so weiter. Das einzige richtige Announcement ist von deren offiziellen Twitter als auch Discord-Account. Im Discord sind beispielsweise alle Channel gemutet. Ihr geht nur in den Announcement-Channel, schaut euch dort an, was dort gepostet wurde. Denn die einzig richtige Seite, wie ihr hier seht in diesem Post, ist diese sentry.xai.games und dann /claim-token. Diese Seite sollte dann folgendermaßen aussehen. Das hier ist jetzt beispielsweise die Wallet, mit der ich meine Nodes halte und damit habe ich mich für 3300 Xai Tokens qualifiziert. Sobald das Ganze live ist, geht ihr hier einmal auf I agree with the Xai Airdrop Terms and Conditions, claimt das Ganze. Und was ich dann machen werde, ich werde es direkt an eine zentrale Exchange schicken. Der Token wird direkt auf allen großen Exchanges gelistet sein, also in dem Fall jetzt beispielsweise BitGet, KuCoin, Binance. Überall fängt das Trading um 11 Uhr vormittags jetzt hier an diesem Dienstag an, aber er kommt beispielsweise auch noch auf Maxi, Bybit. Ich habe jetzt mit Sicherheit ein paar vergessen, allerdings sind das erstmal die Größen, auf denen ich mich bewege. Hier wird überall der Token tradebar sein. Ich will jetzt hier auch keine Preisprognosen abgeben, da das reine Spekulation ist. Ich denke, dass wir nach einem anfänglichen Pump wie immer einen großen Abverkauf sehen und ich denke, dass es über die nächsten Wochen ein sehr guter Zeitraum ist, wenn man sich hier einkaufen möchte, um den Token zu akkumulieren, wenn dann hier eben die erste Airdrop-Verkaufswelle abgeschlossen ist, je nachdem, wo sich der Preis hier bewegt. Das hier einfach nur als Übersicht, was ich euch letztendlich noch zeigen wollte, das mit den 5% des Token Supplies habe ich schon erwähnt. Das erste größere Unlock steht uns im Juli diesen Jahres bevor, also Anfang Q3. Wir starten jetzt gerade mit einem initialen Supply von ungefähr 11% und das Ganze wird sich eben über die nächsten Monate nach oben schrauben. Deswegen denke ich, dass man hier mit einer Dollar-Cost-Average-Strategie immer noch am besten fährt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich selbst Profite nehmen werde. Wenn wir einen anfänglichen Pump sehen auf 1, 2, vielleicht sogar 5 US-Dollar, werde ich natürlich abverkaufen und dann versuchen, das Bottom bzw. mich später wieder mit den Geldern, die ich hier generiert habe, einzudecken. Das soll es zu dieser kurzen Übersicht zu Xai gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, gerne unter das Video. Ich werde euch alle wichtigen Links in die Videobeschreibung packen und natürlich dann auch in Zukunft Updates bringen, wenn es wichtige Dinge zu erwähnen gibt. Wenn euch diese kurze Übersicht gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt zu solchen Themen, maßgeblich Airdrops, dann seid ihr auf dem Kanal hier genau richtig, denn ich bringe täglich Content dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.